vollständig geräumt ist, wird das Spiel nicht angepfiffen. Ich wiederhole, bitte verlassen Sie das Tribünendach. Das Spiel wird nicht angepfiffen. Respektiert diesen Block. Ihr seid heute Gäste. Macht dort ordentlich mit. Macht Stimmung. Haltet die Choreo ordentlich oben. Und ansonsten... an alle Leute, die hier im Stadion sind, egal ob ihr Zwickau oder Dynamo, egal ob ihr Ultras seid, Hooligans oder normale Fans, unsere Freundschaft ist die stärkste in Deutschland, egal auf dem Rasen. Hey! Egal ob wir auf dem Rasen zusammen gewinnen oder verlieren, auf der Straße oder auf den Rängen, diese Freundschaft wird für immer bleiben. Und ich würde jetzt alle bitten, alle Arme nach oben zu nehmen. Alle Arme für ein lautes Dynamo Dresden. Es wäre mir eine sehr große Ehre heute. Dynamo Dresden! Dynamo Dresden! Dynamo Dresden! Dynamo Dresden! Dynamo Dresden! Dynamo Dresden! Ja, hallo Leute, kam aufgrund meiner Frisur schon häufig zu Verwechslungen heute, deswegen gebe ich euch, was ihr wollt, bitte singt mit. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Ja Leute, man könnte denken, dass wir jetzt in die Regionalliga absteigen und dass die Hölle für uns ist, aber... wir haben 7 Jahre dritte Liga hinter uns. Wir haben eine gewachsene Fanszene. Wir haben eine gewachsene Fanszene. Wir haben hier ordentlich Leute auf den Tribünen, die hinter uns stehen. Und wer das Stadion bei Lok gesehen hat, der kann sich nur froh setzen, dass wir in so einem geilen Stadion stehen dürfen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Leute, auch wenn es nächstes Jahr hier gegen Altkliniken geht, hier wieder dastehen für unseren Verein. Wir werden zum letzten Heimspiel schon Dauerkarten verkaufen. Also bitte Leute, deckt euch ein, steht hinter diesem Verein. Und dann schließe ich wieder mit einem Wolfgang Petri Zitat. Wismut Aue ist Müll, Müll! Ich würde gerne meinen Kapos an Gern und an Olli und Kiel. Das Ding muss ich Tobi erzählen. Und die Erfahrung sei der Lohne. Ja, das passt schon. Das muss das Gewicht rechnen. Die müssen wir aber links. Ja, weil die sind ja schon am Ende, die anderen.